Hallo liebe Dartsportfreunde, willkommen zu Darts geht, den Darts News kurz und knackig auf den Punkt. Aktuelle News und Events: Johnny Clayton sagt Teilnahme ab. Der Runner-up beim World Matchplay sagt aus familiären Gründen seine Teilnahme bei den PDC New Zealand Darts Masters ab, ist aber auch bei den New South Wales Darts Masters in Australien nicht von der Partie. Damon Hatter rückt stattdessen nach in den Events der World Series of Darts. Zu Launches und Produkten. Mission gibt einen Clearance-Sale raus. Das heißt, Mission stellt einige seiner Produkte ein, die nicht mehr produziert und daher in der nächsten Zeit zu geringeren Preisen abverkauft werden. Dazu zählen unter anderem die Dart-Serien Mission Quadrant M1 bis M4, die Serie Red Dawn M1 bis M4 sowie die Brass-Dart-Serie Voltex. Auch die Alimix Spin-Schäfte gehen mit den austauschbaren Caps aus dem Programm, sowie das Darts-Shirt Exos Cool FX. Darts Corner launcht die Stormtrooper-Serie. Nach den Produkten mit NFL-Lizenz launcht Darts Corner nun auch Darts Cases, Kabinetts, Surrounds und Flights im Original Stormtrooper-Design. Diese sind ab sofort über den Shop Darts Corner Co. UK erhältlich und auch nach Deutschland lieferbar. Rabattaktion beim Versender McDart. Wer sich aktuell mit Material eindecken möchte, kann bis 31.07. beim großen Dartshop mcdart.de sparen. Mit dem Code 10 auf uns gibt es 10% Rabatt auf sämtliche Artikel. Zu den upcoming Events: WDF, die Australian Darts Open. Der australische Dartsverband Darts Australia und die WDF veranstalten vom 14. bis 19. August die Australian Darts Open, eines der wichtigsten Turniere in der WDF, bei dem es um rund 50.000 Pfund Preisgeld geht und das als Einladungsturnier gespielt wird. 16 Männer und 8 Frauen nehmen in diesem Jahr an dem Turnier teil. Titelverteidiger ist Raymond Smith, der sich in diesem Jahr einem sehr starken Feld gegenüber sieht. Zu den Favoriten zählen unter anderem der amtierende WDF-Weltmeister Andy Batens und WDF-Weltranglisten-Erster Neil Duff. Auch der Runner-up des letzten Jahres, Haupai Puha, spielt bislang eine sehr starke Saison. Der Ticketvorverkauf für die Darts-WM startet. Die PDC kündigt den Start des Vorverkaufs von Tickets für die Darts-WM im Ellipelli an. Mitglieder von PDC TV können ab dem 31.07. in einem begrenzten Zeitfenster ein auf maximal 6 Tickets pro Person begrenztes Kontingent im Vorverkauf der Darts-WM erstehen. Kleine Randinfo: Zur Weltmeisterschaft qualifiziert sind die Top 32 der Order of Merit sowie die Top 32 der Pro Tour Order of Merit sowie 32 weitere internationale Qualifikanten. Aus deutscher Sicht sind nach aktuellem Stand Gabriel Clemens, Martin Schindler und der in diesem Jahr wirklich stark aufspielende Ricardo Pietreczko bereits qualifiziert. Und das war's schon wieder mit Darts geht, dem aktuellen Update aus der Darts-Welt. Wenn ihr keine News verpassen wollt, lasst ein Abo für den Kanal da und ihr seid auf jeden Fall immer aktuell informiert. Bis zum nächsten Mal. Good Darts, euer Olli.